Um Bier zu brauen, benötigt man nach dem deutschen Reinheitsgebot von 1516 lediglich 4 Zutaten. Zum einen benötigt man Malz. Dieses wird geschrotet und sieht nach der Verarbeitung so aus. Ebenso benötigt man Hopfen. Dieser wird heutzutage in Pellets angeliefert, da dieser dann leichter zu lagern und auch zu verarbeiten ist. Zudem benötigt man Wasser und handelsübliche Hefe. Das ist Lukas. Er ist Braumeister und zeigt uns heute, wie Bier produziert wird. Der erste Schritt beim Bierbrauen ist das Maischen. Das geschrotete Malz wird im Maisbottich mit Wasser gemischt, das sogenannte Einmaischen. Die im Malzprozess enthaltene Stärke löst sich auf und Zucker, Eiweiß und Gerbstoffe werden freigesetzt. Durch den Maischprozess entsteht der sogenannte Malzextrakt. Der zweite Schritt der Bierherstellung ist das Läutern. Die Maische wird dabei im Läuterbottich durch die absinkenden Spelzen gefiltert und die Lösung, die sogenannte Würze, von den festen Stoffen, dem Treber, getrennt. Während die Würze im Brauprozess weiterverarbeitet wird, kommt der Treber in der Regel als Viehfutter zum Einsatz. Der dritte Schritt im Brauprozess ist das Würzekochen. In der Würzepfanne, bzw. auch Sudpfanne genannt, wird die Würze gekocht. Und dann gibt es die Hopfengaben. Also da wird der Hopfen reingeschmissen und wird mitgekocht. Und dann werden die Stoffe im Hopfen umgewandelt, um diese bittere in Bier quasi umzusetzen. Je mehr Hopfen, desto herber das Bier. Der vierte Schritt im Brauprozess ist die Würzeklärung bzw. das Ausschlagen. Dabei wird die Würze tangential in den Whirlpool eingeleitet und in Rotation versetzt. Nicht gelöste Hopfenbestandteile sowie ausgefallenes Eiweiß, der sogenannte Bruch, setzt sich als Kegel in der Mitte des Gefäßes ab. Seitlich kann die klare Würze abgezogen werden. Anschließend wird bei der Würzekühlung die blanke Würze im Würzekühler auf 10 bis 20 Grad Celsius gekühlt. Der fünfte Schritt beim Bierbrauen ist die alkoholische Gärung. Diese erfolgt in einem Gärtank durch die Zugabe von spezieller Brauhefe. Also das hier ist unsere Hefepropagation und hier wird die Hefe im Prinzip vermehrt und bei Laune gehalten, sage ich mal. Also die wird hier unter für die Hefe Optimalbedingungen gelagert und wird dann durch die ganzen Rohre hier in die Tank gepumpt. Die Hefe wandelt den Zucker des Malzes in Alkohol und Kohlendioxid um. Ist der Malzzucker vergoren, sinkt die Hefe und wird geerntet. Je nach Hefesorte und Würzebereitung entsteht ein obergäriges oder untergäriges Bier. Der sechste Schritt der Bierherstellung ist die Lagerung. Dabei wird das Jungbier im Lagertank bei einer Temperatur von 1 bis 2 Grad Celsius zwischen 3 Wochen und 3 Monaten gelagert. Hier kann das Bier nachgären. Letzte Hefereste und Eiweißgerbstoffe sinken ab. Das Bier klärt sich und erhält seine charakteristische Bierfarbe. Bevor das Bier nun abgefüllt werden kann, müssen zunächst Flaschen vorbereitet werden. Hierzu werden Flaschen, die über das Pfandsystem zurück zur Brauerei gelangt sind, gewaschen und für die nächste Füllung vorbereitet. Nachdem es gefiltert wurde, kann nun das Bier aus den Lagertanks in die Flaschen abgefüllt werden. Sobald die Flasche mit einem Kronkorken versehen ist, begibt sich die Flasche über die Förderbänder weiter zur Etikettiermaschine. Hier wird die Flasche gelabelt und für den Weitertransport vorbereitet. Nun werden die Flaschen in die Kästen gepackt, die wir im Laden kaufen können. Nun bleibt mir nur noch eins zu sagen. Prost!